Hey, heute geht es darum, euch eine Methode zu zeigen, wie man Würmer mit Strom suchen kann. Das ist eine Methode, die ich unbedingt nicht zur Nachahmung empfehle, wenn man sich damit nicht auskennt. Weil Strom ist nun mal potenziell tödlich und wenn man nicht weiß, was man tut und keine entsprechenden Sicherheitsregeln dazu beachtet, kann man sich unheimlich dabei verletzen. Es gibt beim Stromsuchen ein, zwei Vorteile gegenüber den Methoden mit Senf oder mit Spüli, eben, dass man den Boden nicht zerstört. Und die Methode ist auch relativ selektiv, weil man sich halt aussuchen kann, welche Würmer man mitnimmt und den Rest lässt man halt wieder in den Boden zurückkriechen. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ich werde gleich euch zeigen, wie das draußen funktioniert. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen, das ist nur die Option zu zeigen, die Funktion, wie sowas funktioniert. Macht es nicht nach, wenn ihr nicht die entsprechende Ausrüstung und auch die entsprechende Sicherheitsausrüstung dazu habt. Ansonsten hoffe ich, dass das Video trotzdem informativ für euch ist. Wie gesagt, ich suche gelegentlich meine Würmer mit Strom, wenn ich sie mir nicht kaufen kann. Aber ich habe das schon von meinem Großvater beigebracht bekommen, wie das funktioniert und was ich zu beachten habe. Und auf der anderen Seite bin ich auch Elektrofachkraft. Das heißt, ich kenne die Aspekte dahinter und die Gefahren, die dabei entstehen. Das Video an sich finde ich so interessant, deswegen möchte ich es euch nicht vorenthalten. Okay, gleich geht's los. So, ich habe jetzt mal aufgebaut. Bekommst du mal eine Kabeltrommel. Geht jetzt an mein Wurmsuchgerät. Ich schalte das jetzt mal ein. Und dann sollte eben es nicht lange dauern und dann kommen die ersten Würmer nach oben. Kontrolliere nur, ob Strom drauf ist. Yep. Ist drauf. Schauen wir mal. Da ist der Stab. Und hier geht's los. Hier kommen die ersten Würmer aus dem Boden. Da kommt der nächste, direkt daneben. Ja. Da kommt einer. Hier ist auch einer rausgekommen. Und das dauert nicht lange und dann werden es halt mehr. Da ist wieder einer raus. So, hole ich mir den und wieder einer. Da. Hier ist einer. Einer der großen Vorteile bei dieser Methode ist, dass man die Würmer eigentlich nie drückt oder reißt. Deswegen halten die länger, meiner Meinung nach. Und hier ist ein großer am Rauskommen. Und da ist er.
kommt auch noch einer hoch. So, die gesuchten Würmer, die packe ich halt am Ende des Tages halt in mein Wohnbett. Hier sind noch ein paar. Versuche das mal besser zu zeigen. Hier, wie er hier zum Beispiel. Ja. So, und wie immer gilt, einfach nur oben drauf kippen. Verletzte und nicht mehr fitte Würmer, die sind immer oben drauf. Die werden sich jetzt hier verteilen so ein bisschen und in das Substrat ziehen. Und dann kann ich die halt im Kühlschrank über Wochen und Monate hältern. So, das war's mit der Wurmsucherei. Und alles in allem habe ich an dem Tag, wo ich die Clips außen gemacht habe, vielleicht eine Dreiviertelstunde Würmer gesucht. Der Boden war sehr trocken, deswegen kamen nicht so viele raus. Aber wie gesagt, den Clip habe ich ja nur gemacht, um das Wurmsuchen mit Strom eben zu veranschaulichen. Ich sag's nochmal, das ist nicht zur Nachahmung gedacht, sondern einfach nur, um mal zu veranschaulichen, dass man Würmer mit Strom suchen kann. Ich hoffe, das Video war interessant. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Schönen Tag noch.